Was mache ich denn? Ich will jetzt zum Esel. Esel! So. Der ist auch frei, der hat nichts im Inventar. So. Ich gehe irgendwie gerade ein bisschen in die falsche Richtung. Taryn ist hier da hinten. Brauchen wir da nicht Bücher auch noch? Oder nur... Nein, wir brauchen, glaube ich, nur Smaragde, oder? Ah, ich weiß es nicht mehr. Wenn wir Bücher brauchen, müsste ich dann kurz wieder nach Hause. Mist. Und da wir nicht so viel Leder haben, müsste ich dann doch mal eben ein paar Kühe schlachten. Ja, mal sehen. So, Taryn, wo bist du? Da ist das Skelettpferd. Neben der Kuh. Da ist der. Ah, er hat an der nächsten Ebene angefangen zu bauen. Cool. So, jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Zuckerrohr. Das Blöde ist, der Esel ist zu groß. Kann ich immer nur das oberste abbauen. Wir lassen ihn mal hier. Ich bin ja gespannt, wie viele Reparaturbücher wir da rauskriegen können. Auf diese Weise. Oder vielleicht sollten wir das allgemein öfter mal machen. Jedes Mal, wenn wir herkommen, ein bisschen Zuckerrohr abbauen und ein bisschen handeln, damit wir ein paar Smaragde auf Tasche haben, falls wir uns mal dringend etwas kaufen wollen. Oh, das war eine gute Idee. Finde ich. Zum Beispiel jedes Mal, wenn wir die Mülleimer leeren, das können wir auch eigentlich gleich machen dann. So, jetzt kurz nachsehen, da vorne liegt was. Liegt hier was drin? Nein. Hier? Nein. Hier liegt was drin. Hier auch. Hier nicht. Hier liegt eine Menge drin. Da habe ich anscheinend einiges übersehen. So, und hier auch. So, das war's. Okay, Inventar tatsächlich gereicht.
So, das müssen wir jetzt zu Papier machen. Zack. 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 Ist genau aufgegangen. Cool. Genau aufgegangen. So, war der jetzt hier unten oder nicht? Jetzt muss ich mal suchen, wo der Reparaturbuchhändler war. Ah, jetzt wäre es doch praktisch, wenn Taran da wäre. Ich hoffe, das springt jetzt da nicht auf mich drauf. Die hatte er doch hier unten, oder? Oh. Okay, das muss ich mal eben ausnutzen. So. Jetzt was, wir lassen ihn an. Dann kriegen wir auch ein bisschen Erfahrungspunkte, ist ja nicht schlimm. Okay. So, wo war jetzt dieser... Wo waren jetzt diese Händler? War das hier oben? Ich glaube, das ist über uns. Wo war das nur? Geht's hier hoch? Ich glaube ja, hier sind nämlich Türen. Jetzt müssen wir nur noch finden. Da laufen zwei frei rum. Bibliothekar, Flug des Meeres. Reparatur, das ist ja tatsächlich. Und wir brauchen ein Buch. Mist. 18 Smaragde und ein Buch. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal so viele Smaragde wie möglich. 35 Papier, da gab es so. Der gute Papierhändler war aber. Nicht hier, oder? 32. Und der handelt nicht mehr. 34, der handelt auch nicht mehr. Oh! 25 ist eigentlich sehr gut. Bleiben wir bei ihm hier. So, komm schon, bekommen wir ein neues Level. Er schüttelt den Kopf, er kriegt kein neues Level. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes kaufen, damit er ein neues Level bekommt. Oh, verdammt. Der ist doch gar nicht... Wald? Ozean, doch. Verdammt, das ist ein Kartograf. Ach, Mist. Ach, Mist. Da steht einer frei rum. Ach, das war der. Ja, ich glaube, wir müssen zu Tyrants Wasserfestung. Ich glaube, da waren die Guten auch für Glas. So, und das machen wir oben. So, wie kommen wir hier wieder hoch? Da habe ich irgendwas drin gesehen. Oh, Kürbis. Ich kann ihn nicht mitnehmen, Mist. Nee, ich nehme lieber das Goldnagel mit als den Kürbis. Oh. Da können wir wieder ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Nicht, dass da irgendwo Erfahrungspunkte liegen, die wir nicht sehen. Das war nämlich vorhin auch der Fall. Wir haben Erfahrungspunkte bekommen, als ich drauf bin, die ich überhaupt nicht gesehen hatte.
So. Oben gab's ja. Ja doch, oben war das, oder? Oder was hier unten? Boah, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. War das hier unten? Das ist dein Huhn? Verdammt. Tyron, wie findest du dich dann nur zurecht? Ich glaube, es war eins weiter oben. Schön, dass er hier Stufen gemacht, also Treppen gemacht hat. Ich glaube, hier war es, oder? Ja! Hm, was habe ich denn drin? Also möchte ich das auch nicht machen, sonst hören wir die Schafe und so nicht mehr. Nicht blöd. Irgendwie ist das falsch, glaube ich. Nee, halt, halt. Moment mal, wir sind doch hier? Hä? Moment mal. Ach nee, wir sind richtig. So, du hast für 27, 25, okay. Und hier einer für 5. Das war der gute für Glas. Und hier, der hat 24, ist also da besser. Und gibt aber nur 4 für Glas. Aber wir kriegen hier mehr Papier raus. Also mehr Smaragde für das Papier. Level 30. Ich sollte vielleicht nebenbei die Spitzhacke ein bisschen tragen, damit die auch wieder ein bisschen repariert wird. So, hast du eine neue Stufe erreicht? Nein, leider nicht. Dann müssen wir bei dir etwas Glas kaufen. Immer noch nicht. Nochmal. So kommen wir auch zu unserem Glas. Das ist echt Pech, dass der keine neue Stufe erreicht hat. Und jetzt irgendwie keine mehr rein. Oh, verdammt. Das ist sehr blöd. Dann machen wir hier weiter. Erreichst du eine neue? Ja, er hat eine neue Stufe erreicht. Hä? Nein, das ist die Endertruhe. Dann machen wir hier weiter. Hast du jetzt eine neue Stufe erreicht? Nein. Irgendwie nicht. Jetzt ist das auch voll. Ah, er hat eine neue Stufe erreicht. So, neue Stufe, komm schon.
Ja. Okay, das geht leider nicht mehr. Komm schon, du kriegst doch eine neue Stufe. Juhu. Und noch mal eine neue Stufe. Habe ich das da irgendwie gemacht? Verdammt. Habe ich das Falsche gemacht gerade? Okay. Es waren 18, das heißt, wir kriegen doch ein Reparaturbuch. Mist. 4 Smaragde, das sind genau... Ne, wir haben 3 Gläser, okay. Naja. Pech. Aber er hat jetzt eine neue Stufe. Naja, es fehlt leider ein bisschen an Papier. Ich leg's mal hier rein. Vielleicht kann er es brauchen. Wobei, ich habe 1 drin, oder? Genau, wir hatten 22. Ich könnte mir damit Bücher machen. Und ich leg's hier rein. Ach, ich nehme es mit. Ich brauche sowieso Bücher. So, da ist nichts. Es ist Nacht. So, hier war es, glaube ich, oder? Ja. So, na gut, wir müssen jetzt irgendwie auf diese Schiene hier zurückfahren. Auf der hier nur eine Lore mit einer Truhe ist. Aber wir sind sowieso allein auf dem Server, das ist vollkommen egal. Weil ich hätte die Lore auch einfach auf die andere Schiene tun können. Daran sollte ich vielleicht beim nächsten Mal denken.